Yo, hallo Freunde! Der Rover U2 2 ist auf der Rückseite des Mondes möglicherweise auf eine uns noch unbekannte Anomalie gestoßen. Am 28. Juli wollte das Team den U2 Rover gerade für seinen Mittagsschlaf vorbereiten, um ihn vor hohen Temperaturen und Strahlung im All zu schützen, da fiel einen Forscher das ungewöhnliche Material auf. In einem kleinen Krater entdeckten die Kameras des Mondrovers eine eigenartig glänzende Substanz, deren Farbe nicht zur Umgebung passte. Der Rover näherte sich vorsichtig dem Krater und untersuchte die Umgebung. Allerdings ist es den Wissenschaftlern weder gelungen, das Material zu identifizieren, noch nähere Details über die ungewöhnliche Entdeckung herauszufinden. Die Forscher sagen, dass die Substanz eine höchst ungewöhnliche Farbe habe und dass das Material gelartig sei. Fahrpläne des Rovers wurden nun geändert bzw. verschoben, da sie zunächst herausfinden wollen, um welche Substanz es sich bei der mysteriösen Entdeckung handelt. So, das war's auch schon, kurz und knackig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.